Hi Michael, erstmal, ich würde mal sagen, Fast Girl on Track natürlich. Ja. Du fährst einen Seat Leon Cupra. Genau. Was genau ist jetzt anders an dem Auto als zum, sag ich jetzt mal, Straßenfahrzeug? Ja, also im Prinzip ist Tore Wagen der TCR das Auto fast genau gleich wie Straßenauto. Es sind immer ein bisschen anderes Bodykit sozusagen dran. Ein bisschen mehr Verbreiterungen, andere Heckspoiler. Aber im Großen und Ganzen ist aber die TCR das, wie das Straßenauto eigentlich auch ist. Also seriennah. Genau, seriennah. Genau. Wie kam es, dass du jetzt in die TCR gekommen bist? So, du warst ja Formel 4-Fahrerin gewesen. Genau. Und wie kam dann der Sprung wieder zurück in Tourenwagensport? Also ich bin 2 Jahre lang Formel 4 gefahren und mein Bruder hat vor 3 Jahren dann praktisch den Umstieg gemacht in die TCR. Und ja, dann kam es eben dazu, dass er ein neues Auto bekommen hat, also ein Second-Zelle-Getriebe. Und dann war sein altes Auto sozusagen frei. Und dann haben wir gesagt, du, ich probiere den mal aus. Ich war noch nie im Tourenwagen, mal schauen, wie mir Tourenwagen so liegt. Und so bin ich dann in die Schiene reinkommen und habe dann sein altes Auto jetzt bekommen. Und damit fährst du teilweise ganz vorne mit? Genau, also ich fahre jetzt mit dem Auto vom letzten Jahr von meinem Bruder. Und fahre jetzt mit seinem alten Auto. Du bist jetzt in der ersten Saison, richtig? Genau, also diese Saison ist meine erste Saison. Ja. Ich fahre jetzt mit dem Auto, wo mein Bruder letztes Jahr gehabt hat, also mit einem praktisch älteren Modell, aber ich komme sehr, sehr gut zurecht mit diesem Auto. Wie ist es allgemein als Frau jetzt im Motorsport, in dieser Männerdomäne? Ja, also am Anfang auch im Kart wäre es sehr, sehr schwierig, weil es ja mehr oder weniger eigentlich doch ein Männersport ist, oder es ist eigentlich hauptsächlich, wird da von Männern betrieben und sind nur sehr wenige Frauen im Motorsport, und deswegen war es am Anfang schon sehr hart, da mitzukämpfen, und man muss sich doch noch mal mehr zeigen wie die Jungs selber da draußen. Ja, das kannst du ja definitiv. Genau. Dann noch 2 Fragen hätte ich jetzt gerade. Wie kam es, dass du sagtest, ich will den Motorsport? Kam das so durch deinen Bruder, weil du einfach deinem Bruder nacheifern wolltest, oder wie kam das? Durch das, dass mein Bruder auch als der kleine Junge angefangen hat, im Kartsport tätig zu sein, bin ich auf der Rennstrecke groß geworden und habe dann auch gesagt, ich möchte es machen. Und sozusagen sind wir dann zusammen dann so im Kartsport groß geworden. Ich halt durch ihn, und dann war das für mich eigentlich sofort klar, dass ich auch diesen Sport betreiben möchte. Und was glaubst du, wie weit wird es bei dir noch so gehen in der Karriere? Meinst du? Ja, also mit Mädchen, es gibt sehr wenige Frauen praktisch im Motorsport, und es wäre natürlich sehr toll, auch einen Werksfahrer als Frau eben zu haben, und mein Ziel ist es auf jeden Fall, und natürlich der Traum wird immer in Formel 1 bleiben, aber Ziel auf jeden Fall praktisch Rennfahrer als Beruf. Also wirklich zum professioneller Beruf. Genau. Ja. Also, das heißt, du machst noch Schule, keine Lehre, oder? Nee, also ich habe eine Ausbildung jetzt als Mediengestalter gemacht. Ach, und bin jetzt praktisch ausgelernt und bin jetzt ausgebildete Mediengestalterin. Ach, und genau, jetzt mit dem Rennfahrer. Ja, krass. Kenne ich irgendwie den Werdegang. Genau. Ja. Nee, Rennen Nummer 2 steht ja jetzt an. Kommen wir erstmal auf Rennen Nummer 1 von gestern ganz kurz zurück. Wie lief es für dich? Ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr ganz so vor Augen, wie es gestern lief. Also ich bin vom Startplatz 5 ins Rennen gegangen. Es war schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für mich. Wenn man weiß, selber sind 31 sehr starke Fahrer in diesem Feld, sowieso in der TCR Germany. Da weiß jeder eigentlich, dass es ein sehr starkes Feld ist, da auf Platz 5 praktisch als Rookie zu sein. Ich bin vor Oschersleben, also vor dem ersten Rennen, viermal im Tourenwagen gesessen. Es ist schon eine sehr große Leistung, und ich bin auch sehr stolz, dass ich so gut mithalten kann und so toll vorne mit dabei bin. Und ja, im Rennen konnte ich dann praktisch den 5. Platz auch halten. Bin dann auch als 5. ins Ziel gekommen. Ja, es waren 2 Audis vor mir. Da konnte ich auf der Gerade nicht so mithalten, aber die Zeit hat die zweitbeste Zeit von der ganzen Fahrer. Und also es wäre schon viel Nummer drin gewesen, aber ich konnte einfach, habe keine Lücke gefunden. Und, um vorbeizukommen. Genau, und jetzt schauen wir, ob es heute nochmal andere Lücke gibt, um nach vorne zu kommen. Da drücken wir natürlich die Daumen. Vielen Dank. Ja, dein Bruder hat es ja immerhin dann schon mal auf die 1 geschafft vorhin. Genau, ja. Schauen wir, dass wir es nachmachen. Definitiv. Genau. Magst du uns noch deinen Arbeitsplatz ein bisschen zeigen? Ja. Also, das ist mein Seat Leon Cupra, also mittlerweile heißt es ja nicht mehr Seat, sondern Cupra. Hm? 350 PS ist das Auto von meinem Bruder von letztem Jahr, und ich kann auch mal reinschauen, wenn du möchtest. Ja, so, und zwar, wie man sieht, ist da oben unser
Und so Glücksbringer ist Bisti, weil mein Auto heißt Bisti und dann habe ich von meinem Mechaniker oder von meinem Mechaniker mein Bisti da oben bekommen als kleines Glücksbringerchen. Der sitzt natürlich auch immer im Auto. Ja. So, wie man sieht, also ich habe Kupplung, Bremse, Gas. Ja. Aber das ist jetzt das sequentielle Getriebe. Man sieht, auf der rechten Seite ist die Handbremse, also der große Hebel ist die Handbremse. Beim Frontantrieb immer sehr vorteilhaft. Genau. So, zum Lenkrad, und zwar fangen wir hier oben an mit dem weißen Knopf. Das ist der Funk, und zwar dann kann ich mit dem Team kommunizieren, denn der gelbe Knopf darunter ist der Full Case Yellow, und zwar der beschränkt die 60 km/h. In der Boxergasse darf man nicht schneller wie 60 km/h fahren. Pit-Limiter. Genau, ist der Limiter. Der blaue Knopf ist für den Lüfter zuständig, dass man den Lüfter aktivieren kann, denn der schwarze Knopf ist für das verschiedene Mapping. Also man kann praktisch am Bildschirm vorne verschiedene Mappings darstellen lassen und da kann man praktisch den durchwählen. Der graue Knopf darunter ist der Launch Control Start. Der benutzen wir zum Start machen, dass wir die Launch Control haben. Der grüne Knopf ist ohne Bedeutung, also der fällt eigentlich weg. Hat keinen Sinn. Der ist einfach nur da, der ist Ziel. Ja genau, da könnte man eigentlich noch was drauf programmieren, aber der ist momentan leer. Denn der rote ist zum Motor starten, denn der graue, da könnte man den praktisch während dem Fahrer trinken, wenn man eine Trinkflasche angeschlossen hat, aber das habe ich jetzt in diesem Fall nicht. Denn der blaue Knopf ist praktisch unser Regenlicht, der weiße ist für den Scheibenwischer und der gelbe ist die Lichthupe. Und hinter dem Lenkrad sieht man nochmal, wir schalten mit dem Pedal-Shift. Links schaltet man runter und rechts schaltet man hoch. Ja, so quasi Stand. Genau. Na, hier ist quasi Arbeitsplatzsitz. Genau. Sag mal, wird die da eigentlich nicht zu warm in dem Fahrzeug? Weil das sind ja teilweise auch Temperaturen über 40 Grad. Also ich kenne das ja von mir selber. Ne? Ja, also es ist sehr, sehr warm da drin und man muss körperlich doch fit sein. Und bei dieser Temperatur, bei dieser Außentemperatur, wenn man schon 38 Grad hat, wird es da drin ja noch so wärmer und da muss man natürlich körperlich schon fit sein, um 30 Minuten durchhalten zu können. Wir machen das am besten jetzt mal gerade so. Genau. Wie hältst du dich fit? Mit Sport, also ins Fitnessstudio. Ich habe einen Personal Trainer, der trainiert immer fleißig mit mir oder gibt mir auch die Pläne und alles und ja, mit Simulator auch noch. Ach, krass. Genau, und da haltet man sich dann fit. Also Simracing macht sie auch noch? Genau. Kurz. Genau. Ja, krass. Das ist ja quasi so unser Segment, was wir zurzeit noch bedienen. Mhm. Also, interessant. Wo, das ist jetzt auch mal ein interessanter Punkt. Wo ist der, also merkt man schon diesen Unterschied groß zum Vergleich Simulator und nach Realität? Also mittlerweile gibt es schon sehr nahe Simulator, wo in echt eigentlich auch sehr gut rankommen. Ich war in der Formel 4 Zeit oft nie trainieren in echt, sondern habe dann halt die Strecke auf dem Formel 4 auf dem Simulator dann halt kennengelernt. Und es war dann in echt auch tatsächlich so, dass alles dann genau passt hat, so wie es im Simulator auch war. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute Vorbereitung. Ja. Also Fahrt mit Computersimulator. Genau, ja. Also jetzt nicht so PlayStation Gran Turismo. Nee, würde ich sowieso von anfangen. Genau. Dann danke ich dir. Ja, wünsche dir auch viel. Danke. Bitte gerne. Viel Erfolg beim Rennen, viel Spaß und viel Erfolg auf deinem weiteren Werdegang. Vielen Dank. Bitteschön. Danke.